Ich habe gestern Nacht nach dem Stream, als ich meine Tiefkühlpizza gegessen habe, plötzlich den Einfall gehabt, die ersten beiden Shrek-Teile nochmal zu gucken. Erstens, diese Filme sind Kunst. Und zweitens, mir ist eine Sache aufgefallen. Ich möchte Shrek sein. Ich möchte in meinem Sumpf leben. Ich will ein fetter grüner Oger sein. Und ich will aus meinem Ohrenschmalz Kerzen machen. Also jetzt heute, ich verwandle mich in Shrek und werde endlich ein glückliches Leben führen. Let's get this party started. Ihr wisst, ich bin mega der Make-up-Profi. Ich war bei Kryolan und habe mich komplett eingedeckt mit allem möglichen Scheiß, den man so brauchen kann. Zeug, 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 Zeug. Und damit werde ich jetzt versuchen, wie Shrek auszusehen. Es wird großartig. Ich liebe ihn. Er schaut sehr ähnlich. Das erste, was mir auffällt, ist, dass irgendwie seine Augenbrauen irgendwie eher hier sind. Mhm. Also ich muss meine Augenbrauen abdecken. Das ist grauenhaft. Aber wir werden es einfach tun. Diese Schminke abmachen. Ich habe mir ein Tutorial von einer Drag Queen angeguckt, wie sie ihre Augenbrauen weggemacht hat. Und im Prinzip hat sie einfach nur so Prittstift genommen. Also nicht mal wie Make-up-Sachen, sondern so, wie alt ist man in der Grundschule? 5? 7? Ich bin 7 Jahre alt in der Grundschule und ich bastle meiner Mutter ein Muttertagsgeschenk. Prittstift. Und klatscht sich einfach auf die Augenbrauen und kämmt dann ihre Augenbrauen hoch. Let's just try this. Schön voll machen und dann hochkämmen. Damit man die gleich überschminken kann, verstehst du? Ich habe so eine Glatzenkappe auch. Auch so Profi-Glatzenkappe. Das Aufsetzen von künstlichen Glatzen. Ich bin angekommen, wo ich immer sein wollte in meinem Leben. Oh mein Gott, das sieht so krass aus. Guck mal, vorher hat dieser Dude einfach Haare. Und am Ende einfach nicht. Und dann muss man die Glatzenkappe aber anmalen. Malst du mir gleich den Rücken an? Mhm. Somebody once told me. Komm schon, Stefan. Das ist unser Song. So? Ich weiß gar nicht, wohin mit meinen Haaren. Lass einfach richtige Glatze machen. Das geht, glaube ich, schneller. Ich glaube auch. Weißt du, und deswegen sage ich die ganze Zeit, es wäre so cool, wenn ich mir mal die Haare richtig kurz schneiden würde und nur noch Perücken trage. Weil dann könnte ich zum Beispiel in den vielen Momenten, in denen ich mir gerne eine Glatzenkappe aufsetzen würde, das viel einfacher machen. So. So oder so ähnlich. Wir machen jetzt einfach ein bisschen Haarspray überall drum, damit das alles schön eng anliegt. Alles läuft nach Plan. It's as good as it gets, ich bin ganz ehrlich. Aber das ist viel zu groß für meinen Kopf. Ich kann mich komplett einglatzen. Weißt du, was ich meine? Vielleicht sollte ich das auch hier so schneiden. Weißt du, was ich meine? Easy, Alter. Mhm. Läuft richtig gut. So oder so, ne? Ja. Doch. Fühl ich. Mir wird gerade ein großer Traum für mich, aber ich bewundere Shrek schon, seit ich klein bin. Perfekt. Weißt du, heute war so der erste Tag, wo es mit meinen Pickeln wieder ein bisschen besser aussah. Weißt du, was ich meine? Jetzt haust du den Haufen Kleber ins Gesicht. Ja, ich lieb's. Wir haben eine gute Basis. Die Augenbrauen sind weggeklebt, die Haare sind weggeklebt. Wir haben ein paar Piekserchen, aber das passt schon. Scheiße, Shrek hat keine Ohren, oder? Hätte ich meine Ohren abkleben müssen? Scheiße. Nein! Verdammt! Sei Shrek mit Ohren. Okay. Mann! Zur Veränderung charakteristischer Gesichtsformen. Transparenten Puder abpudern. Okay. Nehmen wir das zuerst. Sieht disgusting aus. Wie so eine Leberwurst. Ja, willst du ein Butterbrot? Ich glaube, das Wichtigste, was an meinem Gesicht ein bisschen anders ist wie das von Shrek, der ist hier und hier ein bisschen dicker. Und Nase. Machen wir erst die Nase. Ich glaube, das ist am leichtesten. Oh, das ist ziemlich weich. Okay, jetzt geht's ans Eingemachte. Ich denke, ich modelliere mir erstmal so eine Art Nase, wie der hat. So, ist das? Best of both worlds. Oh no. Okay. Nicht mein Nasenloch zu machen, sonst sterbe ich. Mehr aus wie ein Entenschnabel jetzt. Stefan? Oh, du hast recht. Ich arbeite noch daran, okay? Ich arbeite noch daran. Das ist unheimlich akkurat. Wie meinst du das? Das sieht sehr krass nach einer Schrecknase aus. Aha. Beseitig mir das ernst, Stefan. Okay, kurz gleich eine Neuigkeit. Ich habe gerade versucht, es von meinen Händen abzukriegen. Es ist unmöglich. Auch mit Seife und mit warmen was, es geht nicht ab. Ich kann es nur abreiben. Ich habe Angst. Jetzt mischen wir diesen coolen Zwei-Komponenten-Ding, was so da drüber muss, damit das so glatt wird. Ein bisschen davon und ein bisschen davon. Und dann rühren wir das auf der Hand. Und dann kann man das benutzen, ja? Versuchen wir es mal.
Stefan, ich tue zwar so, als ob ich wüsste, was ich tue, aber ich habe keine Ahnung. Und ich glaube, wenn du so weitermachst, siehst du mehr aus wie der Sumpf, als Shrek. Hey! Nur weil ich noch nicht grün bin. Warum bin ich Single, Stefan? Ich versteh's nicht! Ich versuche das mal von meinen Händen abzukriegen. Und dann malen wir das einfach an. Let's go, oder? Das geht nicht ab von meinen Händen. Guck dir das an! Ah! Ich hab Puder im Auge. Das ist alles grau, ne? Dieser Albtraum soll aufhören. Wer hätte gedacht, es ist so viel dazu gehört, Shrek zu sein? Ich sehe aus wie Tanias! Ich wollte doch nur Shrek sein. Kann sich eine Lady nicht einfach mal einen simplen, einfachen Traum verwirklichen? Du bist nicht Shrek, du bist geschwollen. Ich sehe aus wie Thaddäus, als er, kennst du diese Folge, wo er so auf die Fresse kriegt und so schön wird? Und dann so. Ja. Es wird immer mehr zu Thaddäus. Somebody once told me. Aliana! Hast du nicht gefacetimed mit der? Nein. Hast du nicht gesehen, wie die aussieht? Mama. Darf ich es Mama zeigen? Oma, Rosa! Aliana! Sie, warum bist du Shrek? Du hast es erkannt! So möchte ich vorwarnen können. Du machst noch die Dinger oben, dann geht das. Die Dinger oben und die Lippen. Nicht lila, ne? Also das sind meine eigenen Lippen. Der hat so gelbe Lippen, aber ich habe nur grün. Ja. Aber die Dinger fehlen, ne? Ja, ich habe so viel Modelliermasse für meine Nase gebraucht, dass ich nicht mehr genug Katze für die. Ich bin einfach nur ein Alien. Ich bin traurig. Ja. Nein, aber man sieht, dass das Shrek ist. Man sieht, dass das Shrek ist? Ich finde ja. Okay. Ich habe gesagt, es sieht aus wie Shrek. Durch. Danke, Liani. Danke, Mami. Ciao, ciao. Soll ich das Kostüm anziehen? Zieh dich um und dann Beauty Shots! Beauty Shots! Aliana! Das wird immer schlimmer. Was ist das? Hilfe! Oh, ist das Shrek? Oh, wie cool das ist! Ich bin Shrek! Das war's mit dem Video, ihr Pisser. Wer auch immer bis hierhin geguckt hat, du schuldest mir jetzt ein Abo. Folg mir doch auf Twitch, denn da streame ich jeden Tag witzige Sachen. Außer donnerstags. Und guck mal meinen zwei Kanal, denn da kommen jeden Tag Videos. Ne, Finny Mausi? Ja, du kleine Maus. Komm auf meine Schulter. Was denn? Ja, schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ich mich nochmal in einen anderen wunderschönen Charakter verwandeln soll. Ich hab da Bock drauf. Und ich sage es nochmal, bitte. Bitte abonnieren. Für alle Leute, die abonnieren, habe ich einen Platz in meinem großen Bauch. Oi. Darf ich das anlassen? Meine Bettwäsche ist eh grün. Bitte. Lisa? Du willst nicht, dass ich glücklich werde. Lisa, zieh das jetzt raus. Nein! Jetzt. Ich bin Shrek! Somebody once told me the world is gonna fall me. I hate the sharpest tool. Ich bin Shrek!